Hallo liebe Leute, vorhin geht es um ein paar spektakuläre Aussagen im Öffentlich-Rechtlichen von bestimmten politischen Kommentatoren und von Sarah Wagenknecht und BSW und wie das die Parteienlandschaft vielleicht dramatisch verändert in den nächsten Monaten. Also tatsächlich besteht aus meiner Sicht da besonders große Hoffnung für die Bundestagswahl, dass jetzt tatsächlich sich irgendwas bewegt, weil bis jetzt sah es ja so aus, gut, die AfD ist jetzt vielleicht bei 20%, vielleicht kriegt sie noch 1%, 2% dazu, dann ist sie bei der Bundestagswahl bei 23% und dann ändert sich eigentlich wieder nichts. Und BSW ist halt wieder bei 10%. Aber jetzt, so wie es jetzt aussieht, ist tatsächlich sehr viel mehr möglich. Allerdings ist möglicherweise auch sehr viel mehr für BSW möglich. Das hängt davon ab, wie die AfD sich jetzt positioniert und wie sie reagiert. Und ich weiß auch, dass Russland wirklich Desinformationskampagne macht und demokratische Prozesse in Deutschland zerstören will. Da muss ich doch drauf reagieren, wenn ich auch gerade gerne über was anderes geredet hätte. Pragmatisch gewachsen. Kurze letzte Frage. Eine der Klassiker damals war ja auch die Abschaffung des Verfassungsschutzes, des Landesamts für Verfassungsschutz. Ja. Auch in Ihrem Fall sind Sie eigentlich ganz froh, dass Sie das nicht erreicht haben, wenn Sie heute auf die AfD blicken zum Beispiel, die das heute fordert. Ja, vorher haben wir, das war so wie Abschaffung der Gefängnisse. Wenn Sie sich jetzt anguckt, wie lange wir gebraucht haben, diese Destabilisierung, Desinformation durch Russland wahrzunehmen, die ja jetzt in den USA und hier offengelegt wird, dann sage ich mal, wir brauchen auch neben Verfassungsschutz, der ja schon ahnte und Infos wusste über die Trollfabriken und so, aber es nicht in die Politik brachte. Wir brauchen jetzt sowas wie quasi auch ein Zentrum oder eine Struktur dafür, dass wir solche Bedrohungen früher erkennen. Und das macht kein Verfassungsschutz. Da musst du mit der Gesellschaft, mit Wissenschaft, mit allen möglichen zusammen diskutieren. Weil dann hätten wir die russischen Ambitionen uns gegenüber und der Demokratie schon gegenüber früher gemerkt. Ist das nur hässlich oder schon eine Machtergreifung, wie der parlamentarische Geschäftsführer der CDU gerade gesagt hat? Das ist der Versuch einer Machtergreifung. Aber ich wundere mich darüber, dass man davon überrascht worden ist, was da passiert ist. Also ich meine, das erste Mal, dass eine Partei, AfD die stärkste Partei geworden ist in einem Land. Und dass man sich wundert darüber, wie sie sich verhält. Man hat es immer wieder schon gesehen bei anderen Landesparlamenten. Also ich komme jetzt aus Hessen, wie es dazu geht manchmal. Also das ist ja wirklich wie im Zirkus. Also alles erwartbar, was wir gerade sehen. Und es war auch erwartet worden im Prinzip, Frau Diekmann. Es ist doch genau dieses Szenario durchgespielt worden vor einem Jahr schon. Ganz genau. Und zwar nicht von Wahrsagern, sondern von Verfassungsjuristen. Ja. Es war tatsächlich mit Ansage, was da letzten Donnerstag in Erfurt im Landtag passiert ist. Und ist es, kann man Machtergreifung dazu sagen? Das ist ja dann... Also schlimmer geht es dann nicht? Genau. Also das ist 1933, Nationalsozialisten. Höchste Eskalationsstufe verbal in Deutschland. Ich würde da trennen. Ich als Journalistin, auch wenn ich kommentieren würde, wenn ich scharf kommentieren würde, würde da vielleicht ein bisschen niedriger ins Regal greifen. aber politische Polemik, so, das würde ich der CDU in so einer Situation, in der man natürlich, man hat das ja auch gesehen, emotional, obwohl man ja eigentlich tatsächlich nicht hätte überrascht sein dürfen, angefasst war. Also ich würde es nicht machen, aber ich kann es nachvollziehen, wo der Impuls herkommt. Ja. Die Frage ist, ob es nutzt oder schadet, wenn man da mit der Machtergreifung kommt. Herr Fleischhauer. Na, besser wäre, man hätte sich halt vorbereitet. Ne? Also die einen hatten ja hier ein Drehbuch, das haben sie auch durchgezogen, ja. Sieht man. Die AfD. Die AfD. Die haben sich mal angeguckt, was geht, was sind die Abläufe, wo sind auch Unklarheiten, das gibt es immer in Geschäftsordnung von Landtagen, das nutzen wir jetzt aus. So, die anderen dachten offenbar, dass sie mit ein paar Zwischenrufeln und irgendwie der Macht, weil sie ja die Mehrheit sind, das erledigen können. Das konnten sie halt nicht und das beobachte ich öfter im Umgang mit der AfD, dass man offenbar immer noch es sich zu leicht macht. Also sich eben nicht richtig vorbereitet. Das ist, und mal darüber nachdenkt, also wenn die das machen, dann kommen wir mit dem Schach zu und so. Und am Ende wurden sie gerettet vom thüringischen Verfassungsgerichtshof, der eben ihren Anträgen stattgegeben hat. Wenn das anders gelaufen wäre, dann säßen die jetzt immer noch ziemlich in der Patsche. Und trotzdem haben Sie eine Kolumne Anfang September geschrieben mit der schönen These, lasst Höcke doch Ministerpräsident sein. Ist das Ihr Ernst? Ja, weil ich nicht verstehe, dass die CDU schon wieder die Kohlen aus dem Feuer holt. Also erstens ist die AfD ja nun die stärkste Fraktion geworden im thüringischen Landtag. Also das heißt, Herr Höcke hat erstmal zunächst eigentlich eine Regierung zu bilden. Und jetzt kann er doch mal shoppen gehen und überlegen, das war meine Überlegung, zum Beispiel beim BSW anklopfen. Die sind ja nicht so ganz weit auseinander. Tatsächlich sind die sogar ziemlich verwandt. Und dann bilden die mal die Regierung. Statt dass jetzt also Versuche gemacht werden, irgendwie drumherum zu kommen. Das heißt ja für die CDU, dass wenn sie drumherum kommen wollen,
sie die Hand reichen müssen fürs Bündnis Sahra Wagenknecht. Und das, muss ich sagen, habe ich die ganze Zeit auch in den Talkshows nicht verstanden. Bei Alles Weile machen immer alle so und Gott sei bei uns, die tritt jetzt ins das Böse. Und bei Sahra Wagenknecht sagt man, naja, ist die nette Sahra Wagenknecht. Ja, aber was hat das jetzt mit Lass doch Höcke regieren zu tun? Das hat damit zu tun, dass wenn man das verhindern will, die CDU zusammengehen muss mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Das heißt, eine Partei, die im Ernst noch anti-amerikanischer, noch anti-israelischer und damit auch noch antisemitischer ist als die AfD. Dann und ich lieber glaube, Höcke. Sollte die CDU nicht tun. Also dann lieber Höcke regieren? Dann lieber Höcke regieren? Ja. Frau Dittmann. Nee, also tatsächlich, man kann das fordern, wenn man glaubt, Politik findet nur in der Theorie statt. Oder ein Ministerpräsident Björn Höcke, der wäre dann so ein Grüß-August, wenn er dann im Amt ist und weiht mal so einen Autobahnabschnitt ein oder gratuliert den 100-Jährigen zum Geburtstag. Oder wenn man die Welt brennen sehen will. Aber und, auch ganz wichtig, wenn man meint, und anscheinend meinen Sie das, Herr Fleischhauer, dass es der Politikverdrossenheit nicht noch mehr Vorschub gibt, wenn Parteien ihre Versprechen brechen. Alle anderen Parteien sind ganz klar in diese Landtagswahlen gegangen und haben gesagt, mit der AfD no way, keine gemeinsame Koalition. Was glauben Sie, was das mit den Leuten da draußen macht? Und die finden das mit dem BSW ist okay? Ich bin noch dran, was das mit den Leuten, mit Wählerinnen und Wählern, die man noch nicht verloren hat, da draußen macht, wenn die CDU vorher sagt, nee, machen wir nicht, AfD ist für uns die Brandmauer. Wir reden ja auch nicht von irgendeiner AfD, wir reden von der thüringischen AfD, wir reden von der Höcke-AfD. Höcke selbst wird genauso wie sein Landesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und auch fernab von seiner parlamentarischen Tätigkeit beobachtet. Das ist nochmal eine andere Liga. Und dann zu sagen, gucken wir uns das mal an, was dabei rauskommt, das halte ich für wirklich riskant und das halte ich auch dem demokratischen System gegenüber für salopp. Ja, aber das heißt genau das, was ich angesprochen habe, dass Sie sagen, im Grunde, das Bündnis Sahra Wagenknecht, mit dem kann man zusammengehen, das ist sozusagen regierungsfähig, die AfD nicht. Und dann müssen Sie mir mal erklären, wo Sie den großen Unterschied zwischen dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der AfD sehen. Ich sehe den nicht. Kann ich Ihnen sagen, im Moment ist ist das BSW noch eine Blackbox. Wir sind noch nicht da, was Erkenntnisse angeht über Blackbox. Ja, im Vergleich zur AfD, da wissen wir sehr genau, mit wem wir es zu tun haben. Also wenn ich Ihnen die Reden vorhalten würde, jetzt von Sahra Wagenknecht, Alles Weile im Deutschen Bundestag, zu Putin und Russland unter anderem, und nehmen jetzt die Namen und halte die Ihnen vor, da können Sie nicht mehr sagen, von wem welche Rede ist. Von wem kommt denn Kopftuchmädchen und Messermänner und andere Taugenichtse, Herr Fleischhauer? Das kommt jetzt von Frau Weide. Das ist Alice Weide. Ja, nur bei Frau Wagenknecht würde zum Beispiel nicht nur die Flüchtlinge rausschmeißen, sondern die reichen gleich mit. Das ist der einzige Unterschied. Herr Rethi, diese steile These, lass ihn doch regieren. Nein, also ich bin auch bei Frau Diekmann. 4 Jahre Regierungszeit sind viel zu lang, um einen offensichtlichen Nazi, oder zumindest darf man ihn so nennen, Thomas Höcke, an der Regierung zu lassen. Zunächst ein paar Worte zu Sahra Wagenknecht, weil das soll jetzt nicht als ein Loblied, wie ein Loblied klingen, wie ein kritikloses Loblied, alles ganz toll, alles vergessen. Wir erinnern uns, Sahra Wagenknecht war in der Linke und wofür stand die Linke? Die Linke stand für extrem diffamierende Äußerungen gegenüber der AfD. Und zwar auf extremistische Art und Weise. Also natürlich ist es so, es gibt in der AfD bestimmt Mitglieder, die sind ausländerfeindlich. Und ja, also das gibt 30.000 Mitglieder, oder ich glaube mittlerweile. Und bestimmt gibt es da Leute und Aussagen, die nicht in Ordnung sind. Entscheidend ist aber das Programm. Und was die Linke gemacht hat in besonderer Weise, ist zu verallgemeinern. Also diese irgendwelche Negativaussagen herauszugreifen und zu verallgemeinern, was auch die ganzen Altparteien machen. Was eigentlich, jedenfalls, soweit ich das weiß, ist das ja eigentlich rechtswidrig, sowas zu machen. Also zu verallgemeinern und nach Gruppen, also Gruppen zu diffamieren. Verallgemeinert und ohne Differenzierung. Jedenfalls ist mir die Linke mit besonders krassen Aussagen aufgefallen. Dann weiter hat die Linke eine grüne Politik vertreten, die genau den armen Leuten extrem geschadet hat. Und zwar die Energiepreise. Aus meiner Sicht, die AfD, überhaupt, man kann die Energiepreise, die Bedeutung der Energiepreise kann man gar nicht genug hervorheben. Es gab ja nie eine Not, dass die Energiepreise in Deutschland so hoch sind. Und wenn die Energiepreise hoch sind, dann ist das teuer für den Unternehmer, aber auch die Bürger können weniger kaufen. Also es ist auf doppelte Weise wirkt das wirtschaftsfeindlich und deindustrialisieren, wie wir es jetzt sehen. Und natürlich die Linke, auch indem diese Narrative verbreitet wurden und Sahra Wagenknecht Teil der Linken war, auch wenn sie sich anders positioniert hat,
hat sie die Linke legitimiert und hat dabei geholfen, auch diese Narrative mit zu verbreiten. Jetzt muss man natürlich sehen, Sarah Wagenknecht hat sich dann abgesetzt, aber auch sehr spät. Und sie hat es geschafft, in die Talkshows zu kommen und bei den Leuten, von den Leuten gehört zu werden. Und wie ist das jetzt vor den Landtagswahlen gelaufen? Die AfD war in den Umfragen gut und die anderen Parteien, sie wollten die AfD loswerden. Und da war die Strategie, das BSW zu instrumentalisieren. Also, dass man eine Koalition mit BSW macht. Und was bedeutet das? Die BSW als ebenfalls alternative Partei, wenn Wagenknecht und BSW sich gegen die AfD positionieren, dann wirkt das Stigma viel glaubwürdiger von dem Rest der Gesellschaft. Also die Leute, die keine Medien konsumieren, wenn jetzt Jürgen Trittin oder Claudia Roth die AfD schlecht machen, das hat viel weniger Gewicht, als wenn Sarah Wagenknecht die AfD schlecht macht, weil es viel glaubwürdiger wirkt. Es wirkt also extrem viel glaubwürdiger. Und vor allen Dingen hat auch Wagenknecht nimmt eine Position, ja, als eine Position der Gatekeeperin wahr, zu mehr Informationen. Weil natürlich die Leute dann denken, also das ist jetzt, was Wagenknecht jetzt sagt, das ist Putin-Propaganda. Das ist also das Äußerste, was man also jetzt pro-russisch erklären kann. Was aber natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Sondern tatsächlich ist es so, dass sich BSW auch sehr Putin-feindlich positioniert. Und dass die russische Bevölkerung ganz anders sieht. Und das auch viele Teile der Welt ganz anders sehen. Und natürlich diese Leute in Deutschland überhaupt nicht gehört werden. Also ihre Argumente überhaupt nicht vorbringen. Und die Leute denken aber, weil Wagenknecht das sagt, Wagenknecht ist jetzt das Äußerste. Und jetzt kennen wir Wagenknecht, jetzt wissen wir es. Jetzt müssen wir uns nicht weiter interessieren. Jetzt müssen wir nicht uns weiter umgucken. Also wir haben es jetzt in den Öffentlich-Rechtlichen erfahren. Was ist jetzt passiert? Die AfD hat bisher immer erklärt, wir sind für eine Koalition bereit. Und die anderen haben gesagt, nee, die AfD ist extremistisch, die ist nicht gut genug, wir wollen mit ihnen nicht koalieren. Und das Problem ist hierbei für die AfD, was wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht genug erkannt wird, dass die AfD sich psychologisch auf ein niedriges Level begibt. Also jedenfalls die Medien können das dann so kommunizieren. Das heißt, die AfD wendet sich den anderen zu, die anderen wenden sich von der AfD ab. Das heißt, die AfD versucht sich zu qualifizieren, wird aber den Ansprüchen der anderen nicht gerecht. Jetzt BSW. Bei BSW war es anders. Also die anderen wollten, um die AfD zu bekämpfen und auch weil BSW die AfD schlecht gemacht hat, sollte jetzt BSW benutzt werden, um die AfD ja, zu stigmatisieren und Koalitionen bilden zu können, ohne die AfD. Jedenfalls haben sich die anderen jetzt BSW zugewendet. Jetzt verändern sie aber plötzlich ihre Position. Also jetzt haben wir bei Fleischhauer gesehen, also er sagt jetzt plötzlich, ja, soll doch Höcke regieren. Das passt dann überhaupt nicht zu dem Narrativ vor den Landtagswahlen, wo es immer hieß, ja, Höcke ist quasi Hitler. Also das ist das, was suggeriert wurde. Und es muss also unbedingt verhindert werden, die Welt geht unter. Die Welt geht unter, wenn Höcke regiert. Und anscheinend, also Wagenknecht hat ja schon die Position deutlich gemacht, ja, wir wollen keine Waffenlieferungen, die Landesregierungen müssen sich so positionieren, so ungefähr. Und haben wahrscheinlich die Altparteien gedacht, so wie Kretschmer das gemacht hat, das reicht dann aus. Also, dass man halt sich auch so ein bisschen kritisch äußert, so vage, ein bisschen hin und her. Dann hat Mario Vogt anscheinend das auch so gemacht, hat gesagt, ja, wir sind dann auch ein bisschen kritisch. Und dann ist aber plötzlich, dann kam dieses Thema auf mit den Raketenstationierungen. Und anscheinend hat man das vor den Wahlen nicht überrissen, dass Wagenknecht da in diesen Positionen knallhart ist später. Und sie haben das Rechtsextremismus-Stigma nicht aufgebaut. Also sie haben gesagt, ja, das sind BSW ist okay, mit denen können wir koalieren, ohne Extremismusstigma. Und jetzt wollen sie das aber im Nachhinein plötzlich aufbauen. Also Jan Fleischhauer oder auch Kiesewetter, sie wollen jetzt plötzlich das aufbauen, was aber nicht glaubwürdig rüberkommt. Und dadurch hat Wagenknecht geschafft, die anderen zu entblößen, worum es nämlich tatsächlich geht. Es geht immer um Geostrategie oder um, dass bestimmte Narrative, die die großen Medien verbreitet, dass die Vertreter einer Partei diese Narrative einhalten oder auch das Programm der Partei sich an diese Narrative hält. Und dann werden immer nur irgendwelche Ausreden gesucht. Und das war in Deutschland immer so. So war es bei den Republikanern, so war es bei der AfD und es wurde immer erfolgreich den Leuten verkauft, diese Parteien sind rechtsextremistisch, deswegen müssen diese Parteien bekämpft werden, deswegen ist keine Zusammenarbeit möglich, deswegen sind diese Parteien unmöglich.
Und Wagenknecht hat es jetzt geschafft, sich so zu positionieren, dass sie ihre Position jetzt der Öffentlichkeit deutlich macht, aber ohne, dass dieses Stigma zuvor aufgebaut wurde. Und dadurch können jetzt die Leute sehen, jetzt plötzlich geht mit BSW nichts mehr, dann ist völlig offensichtlich, dass es mit der Russlandpolitik zusammenhängt. Also mit den Waffenlieferungen oder mit der Raketenstationierung. Und wenn man jetzt, natürlich man plötzlich sagt, ja, dann sollen doch Höcke und BSW regieren, dann ist natürlich vollkommen offensichtlich, dass es bei der AfD genau das gleiche ist. Das heißt, Wagenknecht hat auf das indirekt auch der AfD geholfen, indem die großen Medien entblößt wurden oder auch diese Vertreter, dass das ja das gar nicht so schlimm ist. Das heißt, plötzlich ist es möglich, plötzlich ist es okay und es geht eigentlich um die Russland-Geschichte oder um Raketenstationierungen. Und das ist plötzlich das Schlimme oder die Corona-Aufarbeitung. Und dann ist natürlich offensichtlich, ja okay, jetzt plötzlich geht's mit Höcke, dann ist vollkommen klar, dass es bei der AfD auch immer so war. Und das, was immer die AfD behindert hat, in große Teile der Bevölkerung vorzudringen, war immer dieses Stigma. Dadurch war die AfD immer unwählbar. Man hat es ja auch gesehen bei der Thüringen-Wahl, dass 34% der CDU-Wähler fanden die Waffenlieferungen nicht gut. 34%, muss man sich mal vorstellen. Und haben trotzdem CDU gewählt. Und die hätten natürlich, nur deshalb nicht AfD gewählt, weil sie sich gedacht haben, ja, AfD ist unmöglich und Wagenknecht ist uns auch nicht geheuer. Und wir wählen die CDU. Und jetzt kommt aber raus, dass das vorgeschoben ist. Und natürlich, jetzt ist natürlich der erste Gedanke der, den auch viele Leute bei Maischberg hatten, also diese Gegenkommentatoren, ja nee, wir müssen dann bei unserem AfD-Bashing bleiben. Wir dürfen natürlich, das dürfen wir nicht aufgeben. Wir müssen jetzt weiter auf Höcke einhauen. Aber das Problem ist, dann strebt man weiter automatisch eine Koalition mit BSW an, wie es Fleischhauer erklärt hat. Und je länger man BSW nicht stigmatisiert, also das heißt, je länger man eine Koalition mit BSW anstrebt, die aber vollkommen aussichtslos ist, weil natürlich tatsächlich die CDU immer USG-Strategie bedient hat und sie niemals, oder auch die SPD, sie werden niemals jetzt in der die SPD in der heutigen Form, sie werden die SPD vielleicht noch eher als CDU, also sie werden niemals die Position aufgeben, diese Mittelstreckenraketen zu positionieren. Und eine Corona-Aufarbeitung wollen sie natürlich auch nicht. Und Waffenlieferungen sollen natürlich auch weiter geliefert werden. Weil das wahrscheinlich das geringste Problem ist mittlerweile. Aber die Raketenstationierung anscheinend, das ist essentiell. Und es zeigt sich, ja, die Reaktion zeigt sich ja, dass die sehen jetzt plötzlich, es geht nicht. Und anscheinend, das war ihnen vorher nicht bewusst. Also vorher, am cleversten wäre es natürlich gewesen, jetzt im Nachhinein für die anderen, BSW auf die gleiche Stufe von vornherein wie die AfD zu stellen und zu sagen, wir können mit beiden nicht koalieren, beide sind, Agenten Putins. Also wir halten uns davon fern. Und vor allem jetzt, der Trick jetzt in Sachsen war auch noch, dass an Corona jetzt in den Mittelpunkt gerückt ist. Dass also dann, anscheinend haben sie nicht verstanden vorher, dass Wagenknecht eine Corona-Aufarbeitung fordert oder haben es nicht ernst genommen. Und sie haben gedacht, irgendwie, die sind korrupt und dann wenn, und das klappt dann schon. Wir dividieren ja auseinander und dann machen die schon eine Koalition. Aber natürlich ist es so, dass die ganzen Wagenknecht-Leute, sie wissen, ohne Wagenknecht sind sie nichts. Es ist das Bündnis Saar-Wagenknecht, die Linke liegt bei 2%, sie stürzt ab. Und sie wissen natürlich genau, dass wenn sie jetzt wieder in diesen Altparteienlinie einschwenken, dass sie nichts sind, dass sie sofort weg sind. Und deswegen werden bei BSW, allein schon aus dem Grund der Selbsterhaltung, weil sie ihr Mandat behalten wollen, gehen sie alles mit, was Wagenknecht macht. Und vor allen Dingen ist ja auch klar, wenn Wagenknecht das Bündnis verlässt, dann ist es sofort vorbei. Und Kiesewetter und Fleischhauer haben erkannt, je länger man BSW nicht stigmatisiert, das ist wie eine Zeitbombe, die irgendwann platzen wird und dann wird es umso schlimmer. Also je länger man wartet, desto schlimmer wird es für CDU und SPD. Weil CDU und SPD nicht bereit sind einzuknicken bei den Mittelstreckenraketen, die großen Medien auch nicht, und das dann rauskommt. Also die einzige Möglichkeit wäre es jetzt, wenn tatsächlich die großen Medien von den Mittelstreckenraketen abrücken. Das wäre ja noch ihre einzige Chance, aus meiner Sicht. Aber das wollen sie anscheinend nicht machen. Aber das wäre noch die einzige Chance, da rauszukommen. Oder eine Corona-Aufarbeitung zuzulassen. Und aus meiner Sicht, das war wirklich eigentlich ja ziemlich genial, wie Wagenknecht das gemacht hat. Also natürlich, man muss erstmal in die Medien kommen. Natürlich, das hat sie sich erkauft durch diese AfD-Stigmatisierung. Aber dadurch wurde sie gehört, dadurch wurde sie gewählt und jetzt entblößt sie die anderen.
Und man muss natürlich auch kritisch sagen, dass in der AfD, es hätte schon, man hätte dieses Rechtsextremismus-Stigma, man hätte es schon wirksamer abbauen können. Also vor allem, indem man das deutlich klarer macht. Und man scharf formuliert. Und da gibt es natürlich Grund zur Kritik. Und das muss man auch selbstkritisch sehen. Und vor allen Dingen muss man auch selbstkritisch sehen in der AfD. Man hat ja selber bisher nicht das zur Bedingung gemacht für eine Koalition mit der CDU. Also mit der Corona-Aufarbeitung. Das hätte man ja auch vorher sagen können. Als AfD hätte man sich aufwerten können, psychologisch, indem man sagen können, ja, wir wollen mit der CDU nur koalieren, wenn es Corona-Aufarbeitung gibt, wenn es keine Mittelstreckenraketen gibt und wenn es keine Waffenlieferung gibt. Das sind unsere Bedingungen. Und das, meiner Sicht, das wäre sehr gut gewesen, wenn man das vorher gesagt hätte. Und klar, dann sagen die anderen, das sind Blockieren, die AfD blockiert, aber dann steht die AfD wenigstens gerade da. Und jetzt muss ich erstmal zeigen, weil das Problem ist natürlich, man hat das nicht gemacht, weil es in der AfD umstritten ist, weil in der AfD sind viele Ex-CDUler und die AfD ist in diesen Positionierungen nicht so klar wie Wagenknecht. Das muss man ganz klar sagen. Und jedenfalls, ich werde es auch ganz genau beobachten, ob die AfD es da die Kurve kriegt. Das war bei der AfD immer so, dass sie immer noch irgendwie die Kurve gekriegt hat, aber wir erinnern uns dran, dass Weidel die Leute abgestraft hat, die Referenten beobachten wollten. Also die unabhängige Berichterstattung aus der Ukraine oder aus Russland bringen wollten. Sie wurden zurückgepfiffen. Also damit hat man den großen Medien, damit hat man das Informationskartell bedient. Und das war ein ganz schweres Vergehen aus meiner Sicht, das den großen Parteien, den großen Medien und den anderen Parteien sehr stark genutzt hat. Und deswegen muss man jetzt erstmal sehen, ob die AfD jetzt hier nachzieht bei diesen Positionierungen. Und auch ich werde das ganz genau angucken. Also ich bin nicht automatisch pro AfD, sondern diese Positionierungen mit der Corona-Aufarbeitung, mit den Waffenlieferungen und mit den Mittelstreckenraketen, das ist mir persönlich sehr wichtig. Und da werde ich persönlich genau hingucken, wie die AfD, wer sich da wie durchsetzt oder was da noch kommt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.